Außenreporterin Vanessa begrüßt euch ganz herzlich zu Vlogmas Tag Nummer 8. Heute haben wir uns was ganz Fantastisches überlegt, denn Mailand strotzt nur so und kotzt nur so vor Sehenswürdigkeiten. Und die schauen wir uns heute alle an. Ich habe eine Tour rausgesucht, dass wir eine Runde laufen können und mal schauen, wie lange wir dafür brauchen. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit Sehenswürdigkeit Nummer 1. Let's go! Kommen wir zu unserer ersten Station, die Kunstakademie Mailand. Die Kunstakademie Mailand oder die Accademia di Belle Arti di Brera hat eine faszinierende Geschichte, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Gegründet im Jahr 1776 von Maria Theresa von Österreich, war sie zunächst als private Institution konzipiert. Im Laufe der Zeit entwickelte sich die Akademie zu einem bedeutenden Zentrum für die Ausbildung von Künstlern und Kunstliebhabern. Berühmte Künstler wie Hayes und Boccioni waren Absolventen dieser renommierten Einrichtung. Die Akademie überstand politische Veränderungen und Kriege. Und im beeindruckenden Innenhof steht die Statue von Napoleon Bonaparte, ein Symbol für die wechselvolle Geschichte Mailands. Also, Timos erste Reaktion auf die Kunstakademie war, ich dachte, wir gucken uns Sehenswürdigkeiten an. Doch dann, als wir um die Ecke gegangen sind, hat er gemerkt, hier gibt es ganz schön viel zu gucken. Und es ist einfach beeindruckend, oder? Diese Statuen. Das ist man einfach nicht von zu Hause gewohnt. Und das ist wirklich ein Grund, hier mal vorbeizuschauen. Hinter mir ist die Castello Sforzesco. Ich spreche hier nichts richtig aus, also spart euch die Kommentare. Eine Burg, die es schon sehr lange gibt, aber lasst uns erstmal reingehen. Die Geschichte der Castello Sforzesco ist so majestätisch wie die Burg selbst. Errichtet im 14. Jahrhundert als Festung, wurde sie im Laufe der Jahrhunderte Zeuge epischer Veränderungen. Die Burg erlebte die Herrschaft der Visconti und später der mächtigen Sforza-Dynastie, die sie zu einem kulturellen Zentrum Mailands machten. Im 15. Jahrhundert wurde die Burg erweitert und erhielt eine prachtvolle Fassade, die bis heute beeindruckt. In den folgenden Jahrhunderten diente sie als Residenz für Könige, als Waffenarsenal und als Museum für antike Kunst. Während Napoleon die Burg in ein Symbol seiner Macht verwandelte, erlebte sie später eine umfassende Restaurierung. Heute beherbergt die Castello Sforzesco Museen, darunter die beeindruckende Sammlung des Museo d'Arte Antica und bleibt ein ikonisches Wahrzeichen, das die kulturelle Reise Mailands durch die Jahrhunderte reflektiert. Das nenne ich mal ein Schloss, obwohl es für mich mehr aussieht wie eine Burg. Aber auf Google steht Schloss. Ist das nicht beeindruckend? Also, wenn man sich vorstellt, 1400 haben die angefangen, hier diese Anlage zu bauen. Das ist ein langes Projekt jetzt gewesen. Es war oft zerstört, aber jetzt für Touristen offen. Schaut's euch mal selbst an. Eure Touristenführerin Vanessa geht jetzt zur nächsten Station. Wir stehen hier vor der Basilika Santa Maria delle Grazie, die aktuell gerade geschlossen ist. Also passt auf, wenn ihr eure Besuche plant. Die machen hier so Mittagspause, würde ich jetzt mal sagen. Und in diesem Gebäude, in dieser Basilika ist oder hängt das letzte Abendmahl. Die Santa Maria delle Grazie ist mehr als eine Kirche. Sie ist ein heiliges Zeugnis der Spiritualität und Kunst in Mailand. Errichtet im 15. Jahrhundert, beherbergt sie das berühmte Meisterwerk Das Abendmahl von Leonardo da Vinci. Diese göttliche Allianz von Architektur und Kunst macht die Kirche zu einem spirituellen Juwel. Die gotische Struktur und die erhabene Freskenpracht schaffen eine Atmosphäre der Ehrfurcht. Als UNESCO-Weltkulturerbe ist die Santa Maria delle Grazie nicht nur ein Ort des Gebets, sondern auch ein heiliges Denkmal, das die tiefen Verbindungen zwischen Glauben und Kunst feiert. Leck mich am Arsch, das ist ein geiler Text. Auch wieder sehr beeindruckend. Das einzige Problem ist nur, das Abendmahl können wir uns leider nicht anschauen. Timos Kamera ist viel zu groß, als dass sie uns damit durchlassen würden. Und dann investieren wir doch lieber 30 Euro, die unsere zwei Tickets gekostet hätten, in unser Abendmahl. Si nadie es como yo, si tú estás low, te pongo high,
Was mir hier wirklich schnell aufgefallen ist, es gibt nicht so wirklich Ketten. Also es gibt keinen Starbucks. Natürlich gibt es irgendwo einen Starbucks, aber nicht so verbreitet. Jedes Café und jedes Restaurant ist immer ein Unikat. Ne? Absolut. Wir stehen hier vor der katholischen Kirche San Maurizio. Hier gibt es viele bunte Bilder. Das wollen wir mal sehen. Die San Maurizio-Kirche in Mailand hat eine spannende Geschichte. Im 16. Jahrhundert als Kloster gebaut, wird sie oft als Sixtinische Kapelle Mailands bezeichnet. Die Nonnen, auch bekannt als Le Monachin de San Maurizio, haben die Kirche mit beeindruckenden Fresken und Kunstwerken geschmückt. Das wurde alles handbemalt, Timo. Es ist kein Druck, keine Tapete rangeklebt, es wurde handbemalt. Es ist unfassbar. Obwohl kleiner als die Sixtinische Kapelle, ist sie genauso prächtig. Die Kirche war nicht nur ein Ort des Gebets, sondern auch ein Zentrum für Musik. Künstler wie Bernardino Luini haben hier ihre Spuren hinterlassen. Die San Maurizio-Kirche ist nicht nur ein altes Gebäude, sondern ein lebendiges Erbe, das die kulturelle Blütezeit von Mailand zeigt. Ich hätte nicht gedacht, dass die Menschen schon 1550 Tiere malen konnten. Doch heute wurden wir eines Besseren belehrt. Wirklich sehr, sehr schön. Also ich verstehe es, warum man es die Sixtinische Kapelle Mailands nennt. Ja, sehr beeindruckend. Und jetzt geht's weiter. Diese Straßenbahn ist ebenfalls von 1500, schieß mich tot. Wir wissen nicht, ob die Straßen immer so voll sind. Heute ist es auf jeden Fall so, denn es beginnt ein Feiertag, der sich vom 7. bis zum 10. Dezember zieht. Und deswegen ist heute alles ganz besonders. Aber anders als in Deutschland sind hier am Feiertag natürlich die Geschäfte offen. Und da wird geshoppt, geshoppt, geshoppt. Das ist das wichtigste Wochenende vor Weihnachten. Also das ist wirklich das Shopping-Weihnachtswochenende für die Mailänder. Dieser Tannenbaum ist gesponsert. Und jetzt alle, dieser Tannenbaum ist gesponsert von Boscolo. Mailand ist einfach eine große Sehenswürdigkeit. Schaut euch mal doch schon wieder dieses Haus an. Das steht hier einfach so. Keine Ahnung. Oh. Police, horses. Hinter uns laufen Polizisten. Die folgen uns wirklich, Timo. Echt? Ja. Film die mal. Mann, für uns. Das ist aber auch krass, wie die trainiert sind, dass sie sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich möchte lieber hinter denen laufen. Oh, haltet uns den Weg frei, aber macht keine Kacke. Sie reiten in Sonnenuntergang. Ja, ich kann mithalten, aber es ist voll praktisch, weil hinter denen ist alles frei. Man kann jetzt richtig schön schnell laufen, keine Menschenmasse. Guck, die gehen alle aus dem Weg und wir hinterher. Hammer! Und wir nähern uns jetzt auch schon unserer nächsten Sehenswürdigkeit hier in Mailand. Ein absolutes Goldstück von Sehenswürdigkeit. Der Mailänder Dom, auch unter dem Namen Duomo di Milano bekannt, ragt majestätisch empor und birgt eine facettenreiche Vergangenheit. Seine Ursprünge reichen zurück ins 14. Jahrhundert und der Bau erstreckte sich über mehrere Jahrhunderte durch verschiedene architektonische Epochen, von gotisch bis zur Renaissance. Unter dem Patronat unterschiedlicher Herrscher, darunter die Visconti-Familie und später die Sforza-Dynastie, entstand dieses architektonische Meisterwerk. Der Duomo war Zeuge bedeutender historischer Ereignisse, wie der Krönung Napoleons im 19. Jahrhundert. Die imposante Fassade, geschmückt mit Statuen und kunstvollen Verzierungen, erzählt eine Geschichte von Macht, Kultur und dem Wandel der Zeit. Der Mailänder Dom steht heute als beeindruckendes Symbol, das die Geschichte der Stadt auf eindrucksvolle Weise widerspiegelt. Ich glaube, wir sind uns alle einig, da kann der Kölner Dom einpacken. Und wir gehen jetzt zum Finale. Und gleich um die Ecke vom Mailänder Dom ist die Galleria Vittorio Emanuele II. Um es mit den Worten von Timo Braunsch zu sagen, sie ist heute so krank asozial voll. Wir wollten euch eigentlich noch das Teatro alla Scala zeigen. Das ist ein sehr bekanntes Opernhaus hier, was wirklich weltbekannt ist. Doch das schaffen wir einfach zeitlich nicht mehr und es ist auch sehr schwer, da reinzukommen. Aber dafür gibt es hier eine Live-Übertragung, nur heute aus dem Teatro alla Scala. Ja, bitteschön. Passiert aber noch nichts. Und
das waren unsere Empfehlungen für Mailand. Falls ihr noch einen Geheimtipp habt, schreibt den gerne in die Kommentare rein. Ansonsten hoffen wir, das Video hat euch gefallen und kann euch vielleicht für eure nächste Mailand-Reise weiterhelfen.